Meine Miner könnten jetzt mal hier weiter unten die nächste Halle freilegen. Ja, das ist eine gute Idee. 1, 2, 3, so, Zwischengang. Und dann zweimal die Länge, okay. 1, 2, 3, das ist der Zwischengang. Nee, halt. 1, 2, 3. Das heißt, der Zwischengang ist das hier. Dann kommt hier der Durchbruch, so. Und dann kommt hier... Genau, der nächste Raum. Hier könnte ich theoretisch dann auch noch Türen einfügen. Genau, so. Dann müsste ich hier noch meine Mauer hinstellen, damit ich auch hier die Türen einfügen könnte. Aber nee, ist nicht so wichtig jetzt hier bei der Treppe. So, dann brauche ich noch die Pfosten hier. Also der erste ist in der Mitte. Genau, und gegenüber. So. Und die anderen sind 1, 2, 3, 4, genau. 4 und 4 und 4 und 4, so. Und wenn wir schon mal dabei sind, können sie auch gleich die Lagerhalle für das da freisetzen. Auf der Seite hier. So. X. X und die Lagerhalle. Dumm, dumm, so. Genau. Da haben die Miner was zu tun. Ach, und wenn wir ihnen schon was zu tun geben, geben wir ihnen auch noch gleich einen Channel-Befehl. Mache ich das richtig? Nein. Das muss 4x4 und hier 4x4. Achso, das geht bis dahin, genau. Und hier. Genau. So, da können Sie da mal channeln. Da kommt nämlich dann das noch das Feld hin für die Ja, wieder nochmal Fishing. Da kommt das Feld hin für die Rocknuts, für die Quarry Bushes. Wird in der Küche noch was hergestellt? Ja. Ja, hier auch. Fässer sind bei beiden Stockpiles genug freigeschalten. Gut. Zwei sind an der Arbeit. Kann ich jetzt eine Traction Bench bauen? Groß R. Nein, kann ich nicht. Wurde die wieder abgebrochen? Kein destillierbares Needs Chain. Wir haben eine Rope. Wir haben so eine Rope. Daraus einen Raum machen. Make room. Assign animal to chain. Ich kann doch building ein restraint mit V. Ja, und kann da die Wolle nehmen. Oder habe ich das zu früh gemacht? So. Versuchen wir das Ganze nochmal. Ja, diesmal scheint es zu klappen. Er holt den Tisch.
Was macht mein Doc? Der ist dort. Gucken wir mal kurz ins Health-Ding. Genau, der braucht nur noch Diagnose jetzt. Dressing Request. Setting Request. Immobilization. Darum kümmern wir uns ja gerade, weil auf der Traction Bench kann er immobilisiert werden. Steht sonst noch irgendwas Problemmäßiges bei ihm an? 4. SX. Achso, halt. So, warum müssen wir? So, hier steht nichts an. Hier steht SX. Er kann nicht stehen. Und NXS. Er braucht Setting. Und er hat was Gebrochenes, was behandelt werden muss. So. Traction Bench. Wird gerade gebaut, denke ich mal. In dem einen Craftsworks Workshop werden noch Rockcrafts gemacht. Sehr gut. Dann werde ich jetzt mal die letzte Farm hier drüben in Auftrag geben, damit das dann auch mal endlich erledigt ist. So. 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 Wird wahrscheinlich wieder einen Haufen Zwerge brauchen und einen Haufen Fehlermeldungen geben, dass wir nicht genügend Dingsies haben, nicht genügend Buckets, ist mir egal. Gut. Darüber noch. Das ist echt eine anstrengende Art, eine Farm zu bauen, aber man ist unabhängiger vor dem Erdboden. Pit Pond, du bist schon eine Pit. Du bist eine, ich sollte wirklich da außen am Rand entlang gehen. So. Und die muss ich jetzt alle noch zu Ponds umschalten. Das finde ich auch ein bisschen doof, dass sie das nicht einfach separat gemacht haben. Oder irgendeine Möglichkeit, die zu klonen, die oder zu kopieren, die Zonen. Weil das Blöde ist, man kann nicht einfach sagen, das ganze Ding ist eine Pit-Pond, weil dann kommt nur ein einziger Zwerg und füllt das Drecksding. Das ist dann auch nicht so toll. So, du bist... Bist du eine? Ja. So. Gut, das ist zum Glück das eigentlich vorletzte Mal, geplante vorletzte Mal, dass wir das Ganze machen müssen. Aber es ist halt ein notwendiges Übel. So, Building. Groß C, Wall. Konglomeratblocks. So. Können wir gleich noch einen Wall machen? Ich muss den Wall auf jeden Fall. Ups. Nein. Wird kleiner. Ich wollte dich in die Länge haben. Dum-dum-dum. Mindestens noch. Eins, eins breiter, so. Und da ist irgendein Tier unterwegs. Okay, ich kann das Ding leider nicht mehr bauen. Also Escape, 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 Escape.
Was ist da für ein Tierchen? Achso, ein Kuhkalb, das ist unser Tierchen. Was bewegt sich denn so zur Zeit? Nur Raben. Okay, also läuft alles gerade ganz gut eigentlich. Eine Traction Bench, bitte. So. Mein Farmer schläft im Krankenhaus. Was sagt eigentlich Pets Livestock? Weil ich da gerade einen hungernden Lama sehe oder ein hungerndes Alpaka. Gucken wir mal kurz in die Animals hier rein. Stray Dog ist alles okay. Das da oben ist ein Stray Dog, Stray Roster, Billy Goat, Papi, Kuhkalb, Duck, Turkeyen, Drake, Roster, Duck und eine Jagdkuh. Die können wir schlachten. Aber ansonsten sehe ich jetzt nichts, was man so schlachten könnte. Ich kann mir leider auch nicht jetzt hier anzeigen, wie lange die schon hier sind, weil sonst würde ich mal ein paar Hunde in Auftrag geben. Ist da der Table der Stuhl suspended worden? Ja, ist er. Gut, Traction Bench steht. Jetzt kann ich nicht eine Immobilisation zu Request geben, dass der da weggebracht werden muss. View Units. Wunden, Upper Leg. Status, Inventory, Profession. Side Squad, Work Animals, New Squad. Name, Selected Squad. Nein, das will ich alles nicht. Gen. Combat Labor Misc. Nein. Vielleicht muss jetzt wirklich der Doc kommen und ihn dahin schleppen. Was macht der Doc jetzt gerade? Er diagnostiziert den Patienten. Er ist kein richtig guter Doc, deswegen muss er das öfter mal machen. Was macht der Doc jetzt? Hä? Der füllt einen Pond auf. Gut. Hospital-Informationen, Attraction Bench. Haben wir. Wir haben aber weder Boxes noch Bags. Wir bräuchten Thread. Und so weiter. Select können wir mit dem hier machen. Und mit 4 können und 6 können wir die Zahlen erhöhen. Ah ja. Ja genau, können wir Cloth und Thread mal runtersetzen. Powder Casts auch mal. Buckets. Seife. Haben wir noch keine. Jetzt steht wieder ein Zwerg da in dem Krankenhausbett. Ich frage mich, ob ich einfach Kuh. Das da abreißen kann und ihn dann einfach ins Krankenhaus tragen kann. Okay, die können nicht füllen, weil sie eben die Buckets brauchen.